Herzlich willkommen zu Stricken mit Bleeder. In diesem Video zeige ich dir, wie du nachträglich eine Knopfleiste an einer Strickjacke anstricken kannst. Das ist gerade sinnvoll, wenn du zweifarbig stricken möchtest. So, hier wie bei meinem Ida-Cardigan. An einem Vorderteil habe ich schon eine Knopfleiste angebracht, Marker gesetzt an den Punkten, wo später meine Knöpfe angenäht werden. Alles, was du brauchst dafür, ist das passende Garn und die richtige Nadelstärke. Ich habe hier mit einer kleineren Nadelstärke gestrickt, also den Cardigan mit Nadelstärke 5 und die Knopfleiste mit Nadelstärke 4. Ich wollte aber auch, dass mein Cardigan, also der Ida Cardigan, wie ein Blouson fällt. Möchtest du, dass deine Strickjacke gerade runterfällt, strickst du in der gleichen Nadelstärke, wie du auch deine Strickjacke gestrickt hast. Ich habe diesmal mit der Enya gestrickt, mit der Enya-Wolle von Langjans, und muss sagen, ich bin echt total begeistert. Ein so kuscheliges, weiches Garn besteht aus 63% Alpaka und 37% Polyamid. Ich bin ja normalerweise kein Freund von Kunstfaser, aber hier muss ich echt eine Ausnahme machen. Es ist so weich und leicht und kuschelig. Ja, ich bin total begeistert. Ich setze dir unten in die Videobeschreibung einen Link ein mit einem Rabattcode. Wie lang dieser Rabattcode gültig ist, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Versuch es einfach mal. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Also, du nimmst das passende Garn, die passende Nadelstärke. Die Strickjacke liegt so, dass die Vorderseite zu dir schaut, ja? So, du gehst an die Außenkante, da wo die Knopfleiste angestrickt werden soll. Und du siehst hier diese kleinen Knötchen, hoffe ich jedenfalls, dass du die sehen kannst. Und in diese Knötchen stechen wir herein und ziehen uns den Faden dadurch und bilden die erste Masche. Und dann geht es auch gleich weiter, ins nächste Knötchen einstechen, Faden holen, durchziehen, zweite Masche gebildet. Und das wiederholst du jetzt von Knötchen zu Knötchen. Ich zeige dir gleich die Knötchen auch nochmal von der anderen Seite. Kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser erkennen. Ich muss selber jetzt hier so ein bisschen schauen, denn ich stricke nicht direkt, sondern ich schaue auf das Handy und stricke. Und dann ist das ein bisschen komplizierter. Aber ich versuche dir jetzt nochmal hier die einzelnen Knötchen zu zeigen. So, da ist wieder ein Knötchen, Faden holen, durch. Ins Knötchen einstechen, Faden holen und durchziehen. Und dann siehst du, da haben wir schon ein paar Maschen gebildet. Du siehst, es ist wirklich nicht schwer. Es sei denn, man hat ein Handy vor den Augen. Okay. So, und das machst du jetzt die komplette Reihe entlang. Ja, also bis zum Reihenende oder Kantenende. So, du bist am Reihenende angekommen, wendest deine Arbeit ganz normal, so wie du es gewohnt bist. Strickst eine Randmasche und startest jetzt mit dem Muster, mit dem Bündchenmuster oder Blendenmuster. In meinem Fall ist das eins rechts, eins links.
Und demnach stricke ich jetzt die komplette Reihe bis zum Ende im 1 links, 1 rechts Muster. So, vergiss nicht, deine Reihen zu zählen, damit beide Blenden die gleiche Reihenanzahl haben. Ja, also demnach identisch aussehen. So, du kommst zum Reihenende. Letzte Masche ist eine Randmasche. Deine Randmaschen kannst du so stricken, wie du das möchtest. Oder so, wie ich das hier in dem Video mache. So, du bist jetzt in der zweiten Reihe. Und in der zweiten Reihe für unser Blendenmuster, das ja aus 1 rechts, 1 links besteht, strickst du jetzt so, wie die Maschen erscheinen. Ja? Also Randmasche, jetzt sehen wir hier eine linke Masche, die wird links gestrickt. Eine rechte Masche wird rechts gestrickt und so weiter. Und das machst du jetzt über die zweite Reihe hinweg, über die dritte auch, und in der vierten sehen wir uns dann wieder. Dann setzen wir zusammen die Knopflöcher. Okay, und da sind wir auch schon in der vierten Reihe. Jetzt wollen wir die Knopflöcher setzen. Auf der gegenüberliegenden Blende habe ich ja Marker gesetzt, damit ich weiß, wo ich meine Knöpfe haben möchte. Da zähle ich jetzt die einzelnen Reihen durch und übernehme das auf die Blende, an der wir jetzt gerade arbeiten. Ich orientiere mich da an den rechts gestrickten Maschen, also 1, 2, 3, 4, 5 und da möchte ich gerne mein erstes Knopfloch setzen. Dafür strickst du jetzt einen Umschlag und zwei rechts zusammenstricken. So, eins rechts, eins links, eins rechts, eins links, das ist unser Knopfloch, eins rechts, eins links. Dann stricken wir weiter. Also du kannst die Maschen abzählen, wo du deine Knopflöcher setzen möchtest. Du kannst aber natürlich auch abmessen. Oder du kannst dir in der dritten Reihe oder der zweiten Reihe auf dieser Seite Marker setzen, wie auch immer. So, ich habe mich hier für die Zählvariante entschieden. Das können in meinem Fall 6-mal die glatt rechts gestrickten Maschen sein. Das kann bei dir aber auch die 10. oder die 12. oder die 4. oder die 20. sein. Ne? Also das ist ganz individuell. Das musst du dann bei dir an deinem Strickstück sehen, wie es am besten passt und wie viele Knopflöcher du gerne haben möchtest. So, sind wir beim nächsten Knopfloch. Wieder ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. So, die rechte Masche, Umschlag ist die linke Masche praktisch und da ist wieder die rechte Masche, ne? Genau. Also du siehst, das Knopfloch bzw. der Umschlag ist in das Muster mit eingearbeitet und das ohne Probleme. So, und das machst du jetzt in deinem speziellen Rhythmus ganz alleine bis zum Reihenende und dann sehen wir uns wieder. Du hast deine Reihe beendet, die Arbeit gewendet und bist jetzt in der nächsten Reihe.
In meinem Fall in der Reihe 5. Und jetzt geht es darum, die Umschläge, also die späteren Knopflöcher, einfach mit ins Muster einzubinden. Hier stricke ich eine Masche links, dann ist der Umschlag eine rechte Masche. Die wird auch nicht rechts verschränkt gestrickt, sondern ganz normal rechts. Und die nächste Masche ist eine links. Ja, also wichtig ist, dass die Umschläge nicht verschränkt gestrickt werden, weil es soll ja ein kleines Löchlein entstehen. Und dass du den Umschlag mit in dein Muster einbindest. So, hier stricke ich eine Masche wieder links. Dann kommt der Umschlag, der wird dann rechts gestrickt. Und die nächste Masche ist wieder eine linke Masche. Das kann bei dir natürlich auch andersrum sein, dass die letzte Masche vor dem Knopfloch eine rechte ist. Da musst du den Umschlag natürlich links abstricken und die danach wieder rechts, ne? Aber das ist ganz einfach. Wenn du das Strickstück vor dir hast, siehst du das. So, und das kannst du ganz alleine weitermachen. Also strickst die Reihe wie besprochen zu Ende, wendest dann die Arbeit und strickst die sechste Reihe einfach so, wie die Maschen erscheinen. Und ich bin jetzt auch schon am Ende der sechsten Reihe. Ich habe jetzt einfach vorgespult, weil das ist ja eigentlich alles auch kein Hexenwerk. Also bis dann Ende der sechsten Reihe und in der siebten Reihe ketten wir dann einfach alle Maschen ab. So, dann schauen wir mal unsere Knopflöcher an. Da sind sie, wunderbar, da wollten wir sie auch haben. Okay, jetzt kommen wir in die siebte Reihe. Das ist meine letzte Reihe, in der ich jetzt auch abketten werde. Das Abketten an sich werde ich dir jetzt nicht mehr erklären, das kennst du bestimmt. Aber einen kleinen Tipp möchte ich dir doch noch mit auf den Weg geben. Und zwar möchtest du ja, dass deine Abschlusskante der Blende gleichmäßig und locker ist und nicht zu eng oder zu feste wird. Demnach, ich habe jetzt hier die Blende mit einer Nadelstärke 4 gestrickt und gehe eine Nadelstärke höher, also mit einer Nadelstärke 5 kette ich jetzt ab. Ja, also die rechte Nadel ist eine 5er. So, solltest du jetzt mit deinem Bündchen mit 3 gestrickt haben, dann würde ich dir empfehlen, die rechte Nadel durch eine 4er zu ersetzen und so weiter und so weiter. Ne? Genau. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Stricken mit Blida hat dir Spaß gemacht. Du darfst mein Video gerne teilen. Würde ich mich sehr darüber freuen, so viel wie möglich teilen, damit das viele, viele Strickerinnen auch sich anschauen können. Du kannst meinen Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Und mir natürlich ein Like hinterlassen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis bald, deine Blida.